erste Thema auf. Wird das Wort gewünscht, Herr Bill? Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erinnern wir uns einmal kurz zurück an den letzten Wahlkampf 2011. Da hatte die SPD im Bereich der Umweltpolitik eine auffällig interessante Lücke gelassen. Doch die absolute Mehrheit führte dann dazu, dass sie diese Lücke am Ende auch selber schließen mussten. Und so wurde dann personell wie auch inhaltlich schnell geflickt. Doch Flickschusterei, Herr Dressel, hält ja meistens nicht so gut. Und so ist es die Umweltpolitik der SPD, die seit Amtsübernahme eine schlechte Figur macht. Bezeichnend, meine Damen und Herren, bezeichnend war schon der Beginn. Mit der europäischen Umwelthauptstadt 2011 übernahm der Senat einen Titel, der ein enormes Potenzial für diese Stadt gehabt hätte. Doch sie spulten das fertig vorliegende Programm einfach lieblos und mit Minimalaufwand ab. Keiner der Impulse aus diesem Jahr wurde seither wieder aufgegriffen. Das ist eine große, vertane Chance für Hamburg. Auch im Klimaschutz verabschiedet sich der Senat von den allgemein anerkannten Klimaschutzzielen. Statt sich zu den klaren Reduktionszielen von 40% und 80% zu bekennen, will der Senat nur noch einen wesentlichen Beitrag leisten. Das, meine Damen und Herren, ist aber nur die Beschreibung für: Wir haben uns stets bemüht, und das ist schlicht zu wenig. Hamburg hat als Großstadt und Hafenstadt eine besondere Verantwortung, etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun und sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Stattdessen aber kürzt der Senat an Geld und an Personal. Im Masterplan Klimaschutz stehen statt der ursprünglich 24 Millionen Euro jährlich nur noch 13,4 Millionen zur Verfügung. Und im Personalbereich musste insbesondere die Energieabteilung der Umweltbehörde leiden. Nach dem Volksentscheid wäre aber gerade dort eine personell stark aufgestellte Behörde wichtig. Meine Damen und Herren, als Zwischenfazit kann man festhalten, der Etat der Umweltbehörde wurde zum Sparbruch des Senates. Und wenn Peter Tschentscher mit der Sparquote winkt, dann war Jutta Blankau schon zur Stelle. Im Recycling ist nach wie vor Hamburg deutschlandsweit Recyclingmuffel. Der meiste Müll wird leider nach wie vor verbrannt. Und auch die auslaufenden Verträge der Müllverbrennungsanlagen hat der Senat leider komplett verschlafen. Wir Grüne waren es, die Anfang dieses Jahres das Thema auf die Agenda setzten. Auch im Bereich der Luftreinhaltung riskiert der Senat lieber Strafzahlungen aus Brüssel, anstatt das Geld sinnvoll in Maßnahmen zu investieren. Das Gleiche für den Bereich Lärm. Die Probleme sind bekannt, doch der Senat traut sich nicht. Tempo 30 wäre beispielsweise hier eine Möglichkeit, die kostet wenig Geld und ist sofort umsetzbar. In der Klimakommunikation wehrt sich der Senat zurzeit vehement dagegen, dass die Klimawoche auf dem Rathausmarkt stattfinden soll. Ein politisches Signal, das ich überhaupt nicht verstehen kann. Klimaschutz muss auch öffentlich und an zentralen Orten diskutiert werden. Und letztlich im Bereich der Stadtentwicklung liegt nach wie vor eines der größten Energiesparpotenziale im Gebäudebestand. Quartiersbezogene Sanierungskonzepte sind hier das Gebot der Stunde. Doch auch in diesem Bereich tut sich kaum etwas. Einzig die IBA wird hier als Aushängeschild immer vorgehalten. Jutta Blankau versteht sich vornehmlich als Senatorin für die Verkündung von Baugenehmigungszahlen. Man hat bisweilen den Eindruck, die Visitenkarten mit der Bezeichnung Umweltsenatorin sind in der Schublade so weit nach hinten gerutscht, dass sie da gar nicht mehr drankommt. Wohnungsbau und Umweltschutz widersprechen sich aber nicht. Und auch Bausenatorin und Umweltsenatorin würde auf eine Visitenkarte passen. Vielen Dank.